Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem großen Weihnachtsquiz-Gewinnspiel, wie auch immer man das nennen möchte. Ich wollte schon länger etwas mal mit euch machen. Und zwar wird es heute ein riesiges Quiz geben, aber heute ein bisschen anders. Ich hoffe wirklich, dass ich dieses Video so machen kann, wie ich es machen möchte. Denn ich habe große Bedenken wegen der Copyright-Probleme. Und zwar geht es heute um alte Kinderserien. Kinderserien und Serien aus meiner Kindheit, die ich früher geguckt habe. Ich werde jetzt immer wieder diese Intros ein bisschen anspielen. Ich habe mich dazu entschieden, euch viele Freipunkte zu geben. Es sind einige echt einfache dabei, einige schwierigere auf jeden Fall. Und einige, wo ich halt überlegt habe, eigentlich kann ich sie nicht anspielen, weil es wird praktisch der Name zu oft im Intro selbst genannt. Beispiel wäre jetzt praktisch der dritte und der vierte. Das sind Freipunkte sozusagen. Aber bei einigen müsst ihr tatsächlich auch überlegen und gucken, welche Serie von früher könnte das denn jetzt gewesen sein? Insgesamt habe ich, glaube ich, soweit ich hier das sehe, 60 Intros und ein Outro ist auch dabei. Eine Serie ist, glaube ich, sogar doppelt dabei, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Doch, eine ist auf jeden Fall doppelt dabei. Da ist einmal das Intro, einmal das Outro drin. Ne? Ich finde die einfach beide zu gut. Ich wollte keins davon rauslassen. Ja. Bevor wir jetzt anfangen, die Teilnahmebedingungen, ihr müsst mir halt einfach auf YouTube einfach nur eine Nachricht schreiben, nur auf YouTube eine Nachricht schicken, wo ihr dann praktisch die Lösung aufschreibt. Bitte nur von oben nach unten, erstens, zweitens, drittens, also bis 60, nummeriert einmal durch und zwar schreibt ihr bitte alle hin. Ihr schreibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 einmal untereinander weg. Die Vorlage packe ich euch, wenn ich dran denke, in die Videobeschreibung dafür. Und wenn ihr etwas nicht wisst, dann macht ihr einfach einen Strich. Wenn ihr es wisst, dann schreibt ihr einfach den Namen der Serie dahin und dann werde ich am Ende auslosen. Ich werde einen Gewinner auslosen, also ich werde sogar drei Gewinner auslosen. Das Ganze werde ich versuchen, nach Weihnachten bis zu Silvester hinzumachen. Vor Weihnachten wird das leider nichts mehr, aber es ist trotzdem um Weihnachten rum, bekommt ihr da eine Nachricht von mir, wer gewonnen hat. Ja, ihr bekommt von mir ein Spiel oder Mangas oder sonst was im Wert von so viel richtigen Antworten, wie ihr hattet. Also ihr merkt schon, also das gilt jedenfalls für den ersten. Der zweite und der zweite Platz bekommt von mir Dinge im Wert von der Hälfte, wie viel er richtig hat. Und der dritte bekommt einen kleinen Trostpreis. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Wenn ihr also 40 richtige Antworten habt, bekommt ihr etwas von mir im Wert von bis zu 40 Euro. Wenn ihr Zweiter geworden seid und ihr habt 50 Stück richtig, was krass wäre, bekommt ihr etwas vom Wert von bis zu 25 Euro. Und der dritte bekommt einen kleinen Trostpreis von mir. Ja, ich hoffe, dass das klappt. Ich habe überlegt, die Originaltonspur drüber zu spielen, damit es sich für euch besser anhört. Aber dann hätte ich, glaube ich, noch mehr Schwierigkeiten mit dem Copyright. Ich muss so schon aufpassen. Ich hoffe wirklich, dass ich dieses Video so überhaupt hochladen kann. Also es ist völlig zufällig. Ich habe es aber schon so gesehen. Also ich habe es zufällig hier sortiert. Ich werde das jetzt gleich anmachen. Und gibt es noch was anzusagen? Nö, ich freue mich da tierisch drauf. Also, wenn mir noch was einfällt, dann sage ich zwischendurch. Ihr habt schon Zeit, also ihr habt bis, ich würde es schätzen, bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag habt ihr Zeit, hier mit dran teilzunehmen. Dann bin ich wieder hier zu Hause und dann werde ich mich ganz auslos machen. So, wir fangen an mit dem ersten. So, das erste. Erstmal die Lautstärke gucken. Ist jetzt nicht so schwer, ne? Okay. Ich würde sie gern stundenlang laufen lassen. Viele dieser Intros würde ich gern richtig lange laufen lassen, aber ich lasse es, glaube ich, lieber. Also, fangen wir an mit dem zweiten. Machen wir weiter mit dem zweiten. Oh, das ist geil, ey. Okay, einfach. So, jetzt kommt auch ein freier Punkt, weil ich habe überlegt, die Namen dieser Serien, bei einigen werde ich es auch machen. Wenn der Name der Serie nur ein-, zweimal genannt wird, dann werde ich es rauspiepsen. Aber bei einigen ist es nicht möglich. Das werdet ihr vor allem beim vierten merken. Achtung.
Ich liebe dieses Intro. So, geschenkter Punkt. Noch viel schlimmer ist jetzt das vierte. Oh, ich liebe diese Intros. Ich konnte den ganzen Tag nur diese Intros hören. Oh, ich hau gerade so viel Geld raus, weil ihr diese ganzen, ihr werdet die eh alle erraten. Oh, ja. Also Leute in meinem Alter, die haben richtig gewonnen. Weil ich glaube, die ganzen Jugendlichen von heute, die werden sich an viele dieser Serien überhaupt nicht erinnern. Ich glaube schon, Leute, die ein paar Jahre jünger sind als ich, also so die 23, 24, 25, ich glaube, die werden schon Probleme haben, weil einige dieser Serien echt uralt sind. Es sind aber auch einige, also Bedingung für mich übrigens, das hätte ich vielleicht noch am Anfang an sagen können, es muss in meiner Kindheit geguckt worden sein. Also als ich dann irgendwann mit Abi und ausgezogen bin und ich habe die Serien geguckt, zählt nicht mehr. Zweitens, ich muss die Serie mögen. Es gibt Serien, die sind bestimmt bekannt, die mochte ich einfach nicht. Und es gibt Intro, ich muss das Intro mögen. Und ich muss sie auch geguckt haben. Also ihr werdet euch vielleicht wundern, selbst wenn ich jetzt 60 Serien rausgesucht habe, werden euch welche fehlen. Das liegt vielleicht daran, dass ich sie erstens nicht mag. Zweitens, dass ich sie vielleicht gar nicht geguckt habe. Man kann nicht alle dieser Kinderserien geguckt haben. Die Kickers zum Beispiel sind nicht dabei. Ich hasse die Kickers. So, das ist so geil, das Intro. So, machen wir mal zügiger weiter, sonst dauert das Video ewig. Jetzt kommt fünftens. Yeah, geil. Okay, die Serie übrigens gerade, ich finde eigentlich nur das Intro geil. Die Serie habe ich geguckt und fand ich bescheuert. So, jetzt kommt auch sechstens. Machen wir mal Stopp. Ich muss auch mal schwerere Sachen einbauen. Wer diese Serie kennt, der wird sie jetzt nämlich schon längst erkannt haben. Das gleiche gilt für, Achtung, siebtens. Wer es kennt, hat es jetzt schon erkannt. Oh, dieser Husten, Alter. Achtens, eins der bekanntesten, beliebtesten und besten Intros aller Zeiten. Fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich. Ich kann es auswendig, einmal komplett auswendig. Oh, jetzt kommt so eine Serie, die kennt auch jeder, die habe ich aber gar nicht so richtig. Ich meine, jeder hat sie geguckt, aber naja. Ne? Ist doch einfach. Ah ja, jetzt, oh ja, jetzt kommt eine coole Serie. Achtung! Kennt auch, ja, weiß ich nicht, ist ein recht altes Ding. Ich weiß nicht, ob man,
Auch wenn das so kennt, wird wahrscheinlich schwierig für Leute, die nicht so in meinem Alter sind. Na gut, ab zum nächsten. Das ist auch eine coole Serie. Ja, gibt schwerere Sachen? Oh, jetzt kommt eins der geilsten Intros, das es so überhaupt gegeben hat. Ich liebe diese Serie. Okay, wenn ich das noch weiter laufen lasse, was ich gerne würde, dann wird leider der Titel der Serie zu oft genannt. Okay, machen wir weiter. Ganz viele Punkte habt ihr schon, kommen noch schwerere. Ja, das dürfen die meisten wohl erkannt haben. Das ist zum Beispiel so eine Serie, die ist ganz knapp an der Grenze. Die ist schon recht alt, älter als einige so denken würden. Und ich habe sie gerade noch so in meiner Kindheit geguckt. Aber das ist auch wirklich schon an der Grenze. So, jetzt kommt natürlich eine meiner Lieblingsserien überhaupt. Nostalgie. Aber jetzt wieder so eine, die ist auch cool, die Serie. Na, wer hat's erkannt? Machen wir gleich weiter, komm. Oh, das ist auch cool. Er fliegt, er watschelt und er schwimmt. Er quackt für sie und er quackt für dich. Er schnattert auch mal nur für sich. Ach, herrlich. Die alte holländische Serie hier. Oh, jetzt kommt. Oh, auch eins der geilsten Intros. Also, die würde so in meiner Top 5 Intros landen, wenn ich aus diesen ganzen Intros eine machen würde. Tally-ho! Okay, man muss sich auch zweimal den Namen der Serie ausblenden, weil er sonst genannt worden wäre. Oh, jetzt kommt so ein uraltes Ding. Das habe ich damals nur mit meinen Eltern gucken dürfen, weil es sonst so unheimlich gewesen wäre. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist so einer der 100% Stopper. Ich würde ja fast sagen, wenn einer es wirklich schafft, mir hier alle 60, ich glaube es sind 60, alle 60 Serien als Lösung zu schicken, ne, der müsste eigentlich fast einen Sonderpreis bekommen. Ich wüsste jetzt nur nicht was. Ich bin jetzt gerade nicht in der Lage zu sagen, der bekommt von mir einen neuen Nintendo 3DS oder sowas. Aber ich würde sagen, wenn es zusätzlich zu dem Gewinn einer tatsächlich schafft, mir alle 60 zu lösen, der bekommt von mir ein Spiel. Seiner Wahl. Alle 60, das schafft keiner. Okay, machen wir weiter. Ach, ich hab die geliebt, da kommt Nostalgie hoch. Jetzt auch, die ist ganz cool, auch die ist witzig gewesen, die Serie. It's a rare condition in this day and age to be
reading the good news on the newspaper page. Love and tradition of the grand design. Ja, aber auch eher so ein bisschen schwieriger. Oh, jetzt kommt. Oh, ich glaube, die habe ich doppelt. Dann habe ich ja nur 59. Oder? Ich glaube, die habe ich aus Versehen doppelt in der Liste. Na gut. Ach komm, 59 reicht ja auch noch. Dann wollen wir mal gucken, ob ihr das jetzt erratet. Das ist auch eher so ein bisschen schwieriger. Was war das eben? Seit Stimmen was auf, über alles lieb. Nicht nur in den Bäumen, im Bach und auch im Teich. Tief zwischen den Wurzeln, das Kalbauterrein. Jetzt muss ich stoppen, weil sonst der Name genannt wird. Ich glaube, das kommt nochmal in der Liste, dann aber in einer besseren Qualität. Aber ich finde es jetzt hier gerade nicht irgendwie. Da. So, hier jetzt nochmal, Achtung, jetzt nochmal in einer besseren Qualität. Ach, herrlich. Aber wie gesagt, auch eher so ein bisschen schwieriger das Ganze. Gut, ab jetzt sind es auch leider nur noch 59 mögliche Lösungen. Machen wir mal weiter. Das ist so cool, ich liebe diese Serie. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how. Okay, das piept sich aus. Jetzt wird schon wieder der Name genannt. Ich muss echt ein bisschen besser aufpassen. Ey. Oh Mann, ich sehe schon, das Video nachzubearbeiten, um diese ganzen Sachen rauszupiepsen, das wird eh noch mal ewig dauern. Oh, jetzt kommt auch was Bescheuertes, ey. Ach Gott, sind das. Oh, jetzt kommt was Cooles. Achtung! Das muss man kennen! Na komm. Na, das ist auch einfach. Oh, jetzt kommt was Cooles. Achtung, jetzt geht's richtig ab. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Name weg, Name weg. Jetzt geht's ab. Ach, herrlich. Die Serie selbst fand ich scheiße. Totaler Weiberkram, aber das Intro war cool. Oh, jetzt Kult. Jetzt kommt richtig Kult. Muss auch jeder wissen. Sind auf Ganoventour, doch sei ganz Liebe. Sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit. Okay, wenn ich weiter singe, dann weiß es wirklich jeder. Oh, jetzt kommt etwas. Oh, da geht einem das Herz auf. Das ist das richtige Batzen Nostalgie. Das ist, glaube ich, das Outro. Das ist, oh, pass auf. Wer diese Serie kennt und mochte, der bekommt jetzt gleich Tränen. Wenn man dann so Revue passieren lässt, wer schon alles gestorben ist und wie und so. Ach Gott, oh Gott. Oh, jetzt kommt auch ein Klassiker. Hey, jetzt kommen wir. Super starke. Jeder kennt die. Das ist immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Oh,
toll, da habe ich doch erfolgreich den Namen ausgebildet, würde ich sagen. Achtung, es geht gleich weiter. Auch schwieriger. Na komm. Oh Mann, diese Intro. Ich habe das Video ja hier. Da kommt immer jetzt so noch so eine Werbung davor. Jetzt mach doch mal. Fängst du jetzt mal an? Na toll. Gleich mal aus. Jetzt los. Kleines Püppchen, freches Püppchen, wo hat man dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen, was ist geschehen? Da musste ich auch wieder den Namen. Okay, aber jetzt kommt was Cooles. Das ist einfach. Einfach. Oh, oh, jetzt kommt was. Das ist echt schön, aber auch schwieriger. Du bist ein kleiner, großer Held. Und der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt. Und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held. Ach, herrlich. Jetzt kommt eine Serie, die war kultig. Die hat vor allem meine Mutter früher geliebt. Auch schwieriger. Das ist schwer. Ah, gespannt, wie viele das erraten werden. Das ist auch so ein 100% Blocker. Okay, jetzt kommt was richtig Kultiges. Ist auch. Das ist so cool. Willkommen in Videoland. Haltet die Ohren steif. Ah, cool. Wach auf, Igaus. Ich eile, Prinzessin. Juhu! Oh Mann, Kongoland. Ich werde dich schon kriegen, Prinzessin. Ah, kultig. Einfach nur kultig. Oh, jetzt kommt wieder so ein Ding, was, glaube ich, die meisten von früher kennen werden. Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem Winzer... Das muss schon reichen, sonst ist wieder zu viel verraten. Ich muss auch ein paar Punkte, muss ich jetzt ja auch mal schwieriger machen, ja, ne? Achtung! Na gut, jetzt wurde allein durch den. Na, wurde er schon verraten. Ach, egal. So, weiter. Na, das ist cool. Oh ja, oh, oh, jetzt kommt auch eine der geilsten Serien. Ach, herrlich. Da würde ich ja am liebsten schon wieder anfangen zu erklären, welche Serie das nämlich eben nicht ist, sondern welche Serie das richtig ist, weil das immer wieder verwechselt wird, was mich aufregt. Das hier ist die coole, die gute der Serien. Immer der richtige Schuss, immer zur richtigen Zeit. Super Fußball! Ach, egal! Mann, ich habe gerade viel zu viel Spaß, um mal da und aufzupassen, ob ich viel zu viel von den Serien verrate. Oh, das wird teuer, das wird teuer. Ich sehe schon, alle, die einschicken, haben mindestens 50 gelöst. Weil jetzt kommt auch so ein Ding, das weiß jeder. Also, wer das jetzt nicht weiß. In jedem Stern steht Zauberkraft.
weiß auch jeder. Ich glaube, ich hätte den Ton gar nicht wegmachen müssen. Okay, jetzt kommt auch ein Klassiker. So ein älteres Ding. Das ist ein cooles Intro. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Okay, aber machen wir gleich. Oh, das ist cool. Achtung. Muss jetzt schon gewusst werden, sonst sehr uncool. Also, die ist auch cool, jetzt die Serie. Ne? Ach cool. Ich muss immer aufpassen, ich verliere immer voll in Nostalgie, weil ich habe ja teilweise die Videos, ich habe mir diese Serienintros ja runtergeladen und ich sehe die jetzt ja immer und dann gucke ich immer so, oh cool, das war so cool früher. Ich würde sie liebend gern übrigens in der Auflösung für euch zeigen, aber das wird nicht gehen, weil dann kriege ich auf jeden Fall Copyright-Probleme. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Sie sind geheimnisvoll, doch sie sind zu verteilen. Ja gut, da die Namen der beiden jetzt eh schon öfter genannt wurden, aber ich glaube, selbst wenn ich das ausgeblendet hätte, dann hätte das sowieso jeder gewusst. Jetzt kommt auch was richtig Cooles. Mama. So, was haben wir jetzt noch? Oh ja, oh, jetzt kommt auch was Cooles. Das ist auch so ein Beispiel. Da werde ich jetzt gar nicht mehr die Mühe machen, irgendwas auszublenden. Das ist ein freier Punkt für euch, weil der Name wird so oft genannt. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein. Das ist doch sonnenklar. Ein Glücksbärchen sein. Alles tun, was ein Glücksbärchen tut. Ja, hätte ich da angefangen, den Namen auszublenden, dann hätte nur noch piep, 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 piep. Oh, jetzt kommt auch eine ganz coole Serie. Achtung, geht gleich weiter. Das ist die große Bunte. Ich hau dir alles hoch und fahr mich ab. Sie macht sogar den grauen Himmel blau, damit die Sonne geht ins Land. Hier kommt ein super Knüller-Knabberbaum. Ah, kultig. Oh, jetzt kommt auch eins der schönen, so ein wunderschönes Intro. Die Serie, es ist, glaube ich, sogar ein Anime gewesen. Der war ganz komisch, aber allein das Intro fand ich damals schon so schön. Sag mir, was ist geschehen? Was ist das los mit unserer Welt? So, weiter lasse ich nicht laufen, auch wenn es echt schön ist, denn bei diesem Intro habe ich am meisten Schiss gerade. Ich habe übrigens bewusst einige Intros ein bisschen leiser gemacht, weil ich schon so ein bisschen das Gespür habe, welche Intros auf YouTube eher gesperrt werden und einige nicht. Und das ist ein Ding, das habe ich auch kaum, das war jetzt ein deutsches Fancover, was auch noch nicht so alt ist. Die Originaldinger sind alle gebannt worden, also. So, oh, jetzt kommt eine coole Serie. Mein Lieblingssynchronsprecher spricht hier gleich zwei. 1000 Jahren regierten Aberglaube und Schwert die Welt. Die Zeiten waren finster und voller Schrecken und Furcht. Es war das Zeitalter der am Tage aus Stein, ihr Ritter der Nacht. Ach, herrlich. Ich liebe allein auch einfach seine Stimme. Ich glaube, nur deshalb fand ich die Serie so cool. Ah, jetzt kommt ein Kult. Achtung. Okay.
einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Bär. Streckt die Beine in den Himmel, neben ihm da steht ein Zwerg. Gut, wird wahrscheinlich auch jeder kennen, aber was soll's. Oh, jetzt ein Ding, das wird auch jeder wissen. Achtung. Alles klar, Kinder? Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht laufen zu lassen als das. Das wird sowieso schon jeder wissen. Oh, jetzt kommt, Achtung, das ist cool. Das war auch Show in einer Show. Da muss ich den anfangen. Muss ich und heute wieder frech und froh. Speedy. Ah, verdammt. So schnell ist keiner irgendwo. Von Nogales bis Malero, die schnellste Maus von Mexiko. Ach, vergiss es. Auch hier. Mann, wieso wird immer in den Serien andauernd der Name der Serie genannt? Ach, egal. Oh, jetzt kommt so ein Ding. Achtung, ich sage gar nichts weiter dazu. Achtung. Auch meine Kinder später gucken. Okay, jetzt kommt so ein Ding, habe ich zum Beispiel nie geguckt. Ich fand nur das Intro. Ja, was heißt cool? Man kennt's. Und man kennt auch den Text. Auch wenn's peinlich ist. Sollten vor allem die Frauen und die weiblichen Zuschauer kennen. Okay, jetzt kommt so ein Ding. Das ist vielleicht einer der größten wirtschaftlichen Misserfolge, die es so gibt. Jetzt werden es eh wieder alle. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fand ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich greife durch das ganze Land. Sehr, sehr kultig. Ah, jetzt kommt das Ding, was doppelt war. Okay, auch oh, jetzt kommt was ganz, ganz Schwieriges. Das dürften kaum welche erkennen. Ich bin mal echt gespannt, wer das erkennt. Okay, jetzt kommt wiederum was sehr Kultiges, was viele von der Melodie her schon erkennen dürfen. Hey, auf der anderen Seite, man muss es auch früher geguckt haben, ne? Jetzt kommt eine Serie, die haben ich mit meiner Familie auch richtig oft geguckt. Jetzt kommt was. Okay, jetzt ist auch ein bisschen schwieriger zu erkennen. Auf jeden Fall, das ist einer der 100% Blocker. Achtung. Schwieriger. Jetzt kommt aber wiederum etwas sehr Einfaches. Gut, das muss schon reichen. Jetzt kommt was wirklich Einfaches. Das muss man wissen. Thank you.
Gut, jetzt haben wir 59 Stück, aber ich guck mal eben auf YouTube, ob ich da nicht noch eins hinkriege. Dann hätten wir die 60 nämlich voll. Das müssten wir doch schaffen. Achtung! Ja, da haben wir doch 60. Komisch, dass ich das überhaupt vergessen hatte. So, wie gesagt, es werden jetzt noch ganz, ganz viele fehlen. Ich weiß, viele der Serien, die ihr geguckt habt, die ihr vielleicht auch toll fandet, aber denkt bitte dran, ich kann nicht alle geguckt haben. Viele mochte ich vielleicht auch gar nicht. Viele mochte ich vielleicht auch einfach das Intro nicht. Einige hatte ich vielleicht auch rausgestrichen, weil sie zu einfach zu erkennen waren. Wobei selbst hier jetzt einige dabei waren, die dann zu einfach zu erkennen waren. Soweit ich mitgezählt habe, waren es jetzt 60 Stück. Ihr könnt, wie gesagt, 60 Punkte maximal erreichen. Ich werde dann zu Weihnachten 3 Gewinne auslosen. Der erste bekommt etwas im Wert von so viel richtigen Antworten, wie er hatte, in Euro. Der zweite das zur Hälfte und der dritte bekommt einen Trostpreis. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich werde es hochladen können. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Video. Da werde ich dann wieder einen Schlag den Tim drehen. Und da könnt ihr mich dann wieder fleißig schlagen. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Das machen wir dann in Düsseldorf und in Köln, wenn wir uns auf dem Ferntreffen sehen. Da könnt ihr mich dann vielleicht auch mal kurz auf die Schulter boxen oder sowas. Aber tut euch nicht dabei weh. Und ich würde sagen, das hat echt Spaß. Allein mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das Video. Also wir sehen uns. Ciao.